Also ich begrüße Sie, Herr Wolf, herzlichst in Wien bei der Zukunftskonferenz. Sie haben gerade einen Vortrag gehalten und ich hätte eine Frage an Sie, und zwar, was schlagen Sie vor, wie kommt man aus dieser Krise, aus dieser weltweiten Krise? Also haben Sie schon persönlich eine Vorstellung, wie Sie da rauskommen, oder können Sie einen Ratschlag geben an andere Personen? Na, ich bereite mich ein bisschen auf einige Horrorszenarien vor, wie einige andere auch. Also ich bereite mich schon darauf vor, dass es zu größeren Verwerfungen kommen wird. Also ich vermute, dass das, was man im Moment tut, nichts anderes ist, als dass man langfristig wirklich Bürgerkriege anzettelt. Ich vermute, dass es zu Engpässen bei den Nahrungsmitteln kommen wird. Ich denke, dass es da zu Unruhen in den Straßen kommen wird und so weiter. Also da bereite ich mich schon ein bisschen drauf vor. Ich weiß ja auch, wie es in früheren Krisen gewesen ist. Es ist ja so zum Beispiel, dass man in Griechenland und in Zypern schon sehen konnte, was passiert, wenn es wirklich kritisch wird. Dann werden die Banken geschlossen, dann gibt es ein Bank Holiday. Das heißt, man kommt nicht an sein Bargeld heran. Also es ist im Moment dringend anzuraten, dass die Leute ein gewisses Maß an Bargeld zu Hause vorhalten, damit sie dann nicht an leeren Bankautomaten stehen. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, ein paar Silbertaler zu Hause vorzuhalten, falls die Inflation wirklich weiter anzieht. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Ein Generator ist vielleicht im eigenen Haus auch nicht schlecht, falls es zu Stromausfällen kommt. Aber was man insgesamt tun kann, also das ist, da sehe ich also im Moment die wichtigste Aufgabe darin, möglichst viele Leute über das aufzuklären, was im Hintergrund passiert. Weil viele Leute wissen nicht, was im Hintergrund passiert. Also viele Leute glauben tatsächlich, dass wir es im Moment mit einer Gesundheitskrise zu tun haben und glauben, dass diese Gesundheitskrise irgendwann vorbei sein wird. Also da bin ich völlig fest von überzeugt, dass das nicht der Fall sein wird. Diese Gesundheitskrise ist benutzt worden, um eine Agenda in Gang zu setzen, und diese Agenda hat ein ganz langfristiges Ziel. Diese Agenda ist in Gang gesetzt worden, insbesondere vom digital-finanziellen Komplex. Und dieser digital-finanzielle Komplex versucht, die gesamte Weltherrschaft im Moment an sich zu reißen, weil das bestehende Geldsystem so einfach nicht mehr weiter funktionieren kann. Also der wichtigste Teil dieses Gesamtprojektes ist eben die Einführung von digitalem Zentralbankgeld, was nichts anderes als die Einführung von Zwangsgeld ist, mit dem man die Menschen total kontrollieren und manipulieren kann. Also es ist ein riesengroßer Irrtum in meinen Augen zu glauben, diese Gesundheitskrise wird entweder in diesem Herbst oder im nächsten Frühjahr vorbei sein. Weil man hat ja im Hintergrund auch schon das neue Narrativ. Also es wird ja schon daran gearbeitet, dass man dieses Narrativ des ultragefährlichen Virus ersetzt durch das Narrativ vom drohenden Weltuntergang durch den Klimawandel. Also natürlich gibt es einen Klimawandel, aber diesen Klimawandel zu benutzen, um die Leute weiter zu drangsalieren, ist natürlich auch ein weiteres historisches Verbrechen. Und die Maßnahmen, die im Rahmen des Klimawandels angegangen werden sollen, also zum Beispiel die Einführung einer CO2-Steuer, die werden den Klimawandel auf keinen Fall stoppen. Die werden auch nicht die ökologische Zerstörung der Umwelt stoppen, sondern die werden nur dazu dienen, die Leute weiter zu disziplinieren und weiter zu manipulieren. Das heißt, man sollte eigentlich die Leute wirklich wieder viel mehr informieren und aufklären. Das ist das allerwichtigste Gebot der Stunde, die Leute aufklären, die Leute über das aufklären, was im wichtigsten Bereich unserer Gesellschaft passiert. Und der größte Irrtum, dem die meisten Menschen unterliegen, besteht darin, dass die meisten Menschen auf die Politik gucken, weil die glauben, dass die Politik uns in die Zukunft führt. Und das ist absolut nicht der Fall. Die Politik besteht aus nichts anderem als lauter Marionetten, die dem digital-finanziellen Komplex dienen. Und der digital-finanzielle Komplex, was ist das? Das sind an der Spitze des digital-finanzielle Komplexes stehen 5 oder 6 große Digitalkonzerne, das sind Apple, Amazon, Google, Facebook und Netflix und meinetwegen noch Disney dazu. Und an der Spitze des finanziellen Komplexes stehen zurzeit die großen Vermögensverwaltungen. Das sind in erster Linie BlackRock und Vanguard, dazu noch State Street und Fidelity. Alleine diese 4 verwalten zurzeit Vermögen im Werte von ungefähr 22 Billionen US-Dollar. Also das amerikanische Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller Waren, die Amerika in einem Jahr produziert, und die Summe aller Dienstleistungen, die in Amerika in einem Jahr erbracht werden, liegt bei ungefähr 19 Billionen. Daran kann man sehen, wie mächtig diese Vermögensverwaltungen inzwischen sind. Die und der digitale Komplex, die geben zusammen die Richtung vor. Die Politik, die empfängt von denen die Befehle und setzt die einfach durch. Das erinnert mich an eine Vorlesung auf der Wirtschaftsuniversität. Da ist es darum gegangen, um Mergers und Acquisition, also um Firmenübernahmen auch. Und ich habe mir das damals dann so ein bisschen zu Ende gedacht. Da haben wir gedacht, das ist irgendwie so, okay, die Firma übernimmt die nächste Firma, die übernimmt die nächste Firma,
die Finanzkraft wird immer stärker und am Schluss bleibt nur mehr eine Firma über. Kann man das irgendwie so runterbrechen und sagen, dass man jetzt auch seine Tendenz hat im Wirtschaftsraum? Wir haben die höchste Konzentration von Vermögen und von Macht, die es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Also die ganzen letzten 50 Jahre, das hat angefangen in der Mitte der 70er Jahre durch die Deregulierung. In der Deregulierung sind damals zum Beispiel Hedgefonds zugelassen worden. Hedgefonds sind nichts anderes als Banken, die nicht als Banken gelten. Also die dürfen diese Geschäfte von Banken machen, unterliegen aber nicht deren Regulierungen. Das hat natürlich keine Bank auf der Welt daran gehindert, selbst einen Hedgefonds aufzumachen. Also einige der größten Hedgefonds sind direkt von den Großbanken wie von JP Morgan gegründet worden. JP Morgan hatte dadurch die Möglichkeit, all die Geschäfte dann zu machen, die ihnen vorher verboten waren. Dann sind alle möglichen Finanzprodukte, vor allem im Derivatebereich, aufgelegt worden, die es möglich machen, nicht nur an steigenden Kursen, sondern auch an fallenden Kursen, an Firmenpleiten und so weiter, sich zu bereichern. Und auf diese Weise ist das System wie von Geiern zerfleddert worden. Und einzelne Unternehmen und einzelne Personen haben unglaublich davon profitiert. Dann gab es noch eine zweite Entwicklung. Und das ist natürlich der unglaubliche Aufstieg der Digitalunternehmen. Also und die Wichtigkeit, die Daten heute in unserer Welt haben. Also bis zum Ende der 60er Jahre haben Daten ja so gut wie gar keine Rolle gespielt. Dann sind 1974, glaube ich, oder 1976 die ersten Digitalkonzerne Microsoft und Apple entstanden. Und die haben ja einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Die haben ja unglaubliche Gewinne gemacht. Und als zweites, die haben nicht nur sehr viel Geld verdient, sondern die haben nach und nach die Welthoheit über die Daten sich angeeignet. Also die kontrollieren heute die Daten weltweit, was natürlich auch eine unglaubliche Quelle des Profits ist, und haben gleichzeitig aber diese zu großen Vermögensverwaltungen als größte Aktionäre bei sich drin, sodass sich da so eine Macht gebildet hat aus Datenkontrolleuren und Besitzern von unvorstellbar viel Geld. Und das ist ein Machtkomplex, sowas hat es in der Geschichte der Menschheit bisher noch nicht gegeben. Und haben Sie irgendwelche Lösungsvorschläge, wie man das wieder praktisch also unterbinden könnte, irgendwelche Regulierungsmechanismen oder so? Auf jeden Fall müsste man diesen Komplex auflösen oder zerschlagen. Also da gibt es überhaupt gar keinen Weg dran vorbei. Also es geht nicht, dass einzelne Unternehmen solche unglaubliche Macht haben. Also man müsste diese Konzerne zerschlagen, man müsste die Vermögensverwaltung auflösen, man müsste daraus kleinere Unternehmen machen und man müsste da irgendwelche Obergrenzen anlegen. Man müsste auch Obergrenzen schaffen für private Einkommen. Ich finde, das Beste, was man machen müsste, zusätzlich auch noch, man müsste die Geldschöpfung in den Verfassungen der Länder verankern und sagen, dass ein bestimmter Teil des neu geschöpften Geldes sofort in den sozialen Sektor wandert. Auf die Art und Weise könnte man den sozialen Sektor davor schützen, dass er so ausgeblutet wird, wie er jetzt zurzeit ausgeblutet wird. Und dann würde man auch solche Exzesse verhindern, wie es jetzt zurzeit gibt, also dass die Pharmaindustrie sich an dieser vermeintlichen Gesundheitskrise wie wahnsinnig bereichert. Das erinnert mich auch ein bisschen so an, wieder muss ich zurückgreifen auf die Studienzeit. Damals ist so in den Mitte der 90er Jahren das Controlling immer mehr aufgekommen und dieses Sparen, wir müssen den Rechenstift ansetzen und praktisch effizienter werden. Und so wie Sie gerade gesagt haben, in gewissen Bereichen wie Gesundheitswesen oder so, das sind ja, oder Sozialwesen, das sollte man ja dann eigentlich den Rechenstift nicht ansetzen, so streng wie in anderen Bereichen. Also das eine sollte uns mehr wert sein, als können mit denselben Maßstäben in verschiedenen Bereichen praktisch rechnen, oder? Ja, ich denke, also die langfristige Lösung müsste sein, dass man den Sozialbereich einfach vom Rest der Wirtschaft abkoppelt und dass man sagt, da müssen keine Profite erwirtschaftet werden. Und dass man über die Geldschöpfung, zum Beispiel über die Besteuerung der Geldschöpfung, dass man sagt, für jeden neu geschaffenen Euro oder Dollar müssen meinetwegen 15 oder 20% ins soziale System. Auf die Art und Weise hätte man Kindergärten, Schulen, Universitäten, Altenheime, Pflegeheime und so weiter finanziert, ohne dass die darauf achten müssen, dass sie genügend erwirtschaften, damit irgendjemand im Hintergrund verdient, so wie es jetzt im Moment ist. Also in Deutschland weiß ich nur, dass das gesamte Gesundheitswesen von einigen wenigen Großkonzernen beherrscht wird, die im Hintergrund natürlich auch wieder als Hauptaktionäre BlackRock und Vanguard haben. Also da habe ich einen interessanten Buch einmal gelesen, das glaube ich hat geheißen Die Gesundheitsrevolution von Alice Huber und Kurt Langbein. Und die haben geschrieben, dass das Gesundheitswesen und die Gesundheitsindustrie in Deutschland mittlerweile schon die Autoindustrie überholt hat. Das würde ja jetzt erklären, warum jetzt auf einmal Deutschland so federführend ist,
mit dieser Gesundheitskrise auch praktisch, die uns da praktisch ja, ganz wichtig ist auch zu sehen, dass die Digitalindustrie die Gesundheitsindustrie praktisch übernommen hat. Also die sind miteinander verschmolzen. Also heute geht es in der Gesundheitsindustrie ja hauptsächlich darum, das Genom des Menschen zu entschlüsseln, möglichst viele Daten über die Menschen zu bekommen. Und das ist in dieser vermeintlichen Gesundheitskrise natürlich für die ein absoluter Selbstgänger gewesen, weil so viele medizinische Daten über die Menschen wie durch die Tests hat die Pharmaindustrie früher nie sammeln können und auch nicht zu dem Preis. Also die Pharmaindustrie ist absolut explodiert, aber man muss sehen, Pharmaindustrie und Digitalindustrie sind praktisch miteinander verbündet, verschwiegert und verschwestert. Und ganz wichtig ist auch noch, dass die Medizin ja in eine ganz bestimmte Richtung geht im Moment. Die Medizin geht nämlich in die Richtung der individuellen Medizin. Also ich denke, dass es nur noch ein paar Jahre dauern wird, bis es gar keine Apotheken mehr geben wird, sondern jeder nur noch sein eigenes Genom der Pharmaindustrie geben muss. Und die Pharmaindustrie wird dann aufgrund dieses genetischen Schlüssels dem seine Medikamente auf den Leib schneidern. Also das ist die Horrorvision der zukünftigen medizinischen Welt. Aber an dieser Horrorvision wird im Moment ganz extrem gearbeitet. Okay, das sind jetzt wirklich praktisch so Worst-Case-Szenario, die wir jetzt aufgezeigt haben. Gibt es irgendein Best-Case-Szenario in diesem ganzen? Ich denke, dass das einzige Best-Case-Szenario besteht im Moment darin, dass möglichst viele Leute diese Prozesse erkennen, dass sie erkennen, welche Triebkräfte am Werk sind und dass sie Widerstand leisten dagegen. Aber wir sehen es ja jetzt im Moment. Ich sehe in der Gesundheitskrise sehe ich im Moment, dass es am Anfang dieser Krise eine recht überraschende Entwicklung gegeben hat, dass kaum jemand sich dem offiziellen Narrativ widersetzt hat, dass sehr viele Leute sich mehrmals eine Spritze haben setzen lassen und völlig einverstanden war mit den ganzen Einschränkungen, die ihnen auferlegt wurden. Aber inzwischen dadurch, dass dieses Narrativ so langsam zerfällt, dass die Leute, die also diese medizinischen Manipulationen an sich haben vornehmen lassen, trotzdem jetzt erkranken, das bedeutet, dass ganz viele Leute plötzlich anfangen aufzuwachen und zu erkennen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn man diese Leute jetzt großflächig tatsächlich überzeugen kann von dem, was tatsächlich im Hintergrund sich abgespielt hat, dann denke ich, gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine größere Opposition zusammenbekommt und dass die saftigen Widerstand leistet und dass man auf die Art und Weise die Verhältnisse in der Gesellschaft umändern kann. Das heißt, das sollten eigentlich die alternativen Medien oder auch vielleicht einmal Mainstream-Medien auch mehr mitwirken an dieser. Ja, dass die Mainstream-Medien daran mitwirken, das glaube ich nicht, weil die Mainstream-Medien sind ja in der Hand der Leute, die gerade daran interessiert sind, dieses Narrativ weiter zu verfolgen. Also die Mainstream-Medien, da muss man sich nur angucken, wem die gehören. Und da sind im Hintergrund, also wenn man sich die großen Mainstream-Medien in den USA ansieht, da sind wieder die gleichen Spieler im Hintergrund. Da ist auch wieder BlackRock, State Street, Fidelity und Vanguard im Hintergrund. Also das sind immer die gleichen, die einem da begegnen. Also es ist ein ganz, ganz kleiner Zirkel im Moment von ganz wenigen Unternehmen und ganz wenigen einzelnen, unglaublich mächtigen Menschen, die das gesamte Geschehen in der Welt beherrschen. Also man muss sich nur mal vorstellen, dass solche Leute wie Larry Fink und Jack Bogle, das sind die beiden Chefs von BlackRock und Vanguard, wenn die in einem Raum sitzen, zusammen mit Elon Musk, mit Bill Gates und meinetwegen noch Jeff Bezos anrufen, wenn diese fünf Menschen in einem Raum zusammensitzen, dann haben die mehr Macht als 3, 4, 5 große Regierungen in der Welt. Also die geben die Richtung vor, in die Welt sich bewegt und nicht die Regierung. Auch nicht der amerikanische Präsident, auch nicht der russische Präsident und auch nicht der chinesische Präsident. Und es gibt ganz interessante Entwicklungen im Hintergrund, von denen die Leute überhaupt nichts wissen im Moment. Es gibt tatsächlich eine Entwicklung, dass man an einer Art Weltgeld arbeitet. Es hat im Mai in China, in Beijing, hat es eine Konferenz gegeben vom International Finance Forum. Das ist so etwas so ungefähr wie das WEF, das World Economic Forum, allerdings unter der Ägide der Kommunistischen Partei Chinas. Und da ist ein Parteisekretär aufgetreten, der zuständig ist für die Einführung des elektronischen Yuan und hat gesagt, allen Ernstes gesagt, dass es möglich ist, dass man den E-Yuan auf dem Netzwerk von Diem in die Welt bringt. Diem ist die Nachfolge-Kryptowährung von Libra. Und Libra ist die Privatwährung von Herrn Zuckerberg, also von Facebook. Also gibt es im Hintergrund Zusammenarbeiten zwischen der chinesischen Regierung und Facebook. Ich meine, besser kann man nicht darauf hinweisen, dass da schon die Möglichkeit erwogen wird, tatsächlich ein Weltgeld in Umlauf zu bringen. Das heißt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann sind wir gar nicht in einem geopolitischen Krieg jetzt zwischen China, USA, dann vielleicht noch Russland oder anderen Mitstreitern, sondern, wie ich jetzt richtig verstanden habe, sind sich diese Supermächte auch auf einen gewissen wirtschaftlichen
Sektor eigentlich einig, was da jetzt durchgezogen wird. Habe ich das richtig verstanden? Also wir müssen uns auf jeden Fall verabschieden von der Vorstellung, dass die Welt aus lauter Staaten besteht, die einfach gegeneinander arbeiten. Es gibt eine viel größere Macht als die Regierungen dieser Staaten und das ist der digitale finanzielle Komplex. Und der arbeitet im Hintergrund zusammen. Also man muss nur sehen, dass zum Beispiel Jack Ma selber ausgebildet worden ist vom World Economic Forum. Es ist einer der Young Global Leaders vom World Economic Forum. Da gibt es Querbeziehungen. Natürlich gibt es auch Reibungspunkte zwischen den Staaten und die werden vom digital-finanziellen Komplex natürlich gefördert, weil dem gehört natürlich auch die gesamte Rüstungsindustrie in der Welt und der wäre auch gar nicht so wenig daran interessiert, dass es irgendwo einen Krieg gibt, weil Krieg bedeutet auf jeden Fall Vernichtung von Waffen, das heißt neue Aufträge und das bedeutet dann die Möglichkeit zu schaffen, nachher wieder aufzubauen, also auch wirtschaftlich davon zu profitieren. Also die Tatsache, dass wir unter dem digital-finanziellen Komplex leben, heißt nicht, dass wir jetzt in ein friedliches Zeitalter übergehen. Im Gegenteil, weil dieser digital-finanzielle Komplex nicht nur in Digitalkonzerne, nicht nur in die Medizin investiert, sondern genauso in die Rüstungskonzerne und in die Militarisierung des Weltraums ist ganz wichtig. Deswegen wird der auch daran in Zukunft daran interessiert sein, möglichst viel Waffen zu vernichten, um damit Geld zu verdienen und anschließend Aufbauarbeit zu leisten. Also erleben wir eigentlich weltweit eine starke Militarisierung. Ja, wir erleben nicht nur eine starke Militarisierung, sondern eine besonders gefährliche Militarisierung, weil die USA ja unter Donald Trump damit begonnen haben, auch den Weltraum zu militarisieren. Also das ist eine ganz, ganz meiner Meinung nach ultra gefährliche Angelegenheit. Dazu kommt natürlich die Platzierung von immer mehr Internetsatelliten im Weltall. Also es gibt in Amerika Anträge, ich glaube für 28.000 oder 30.000 weitere Satelliten bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Wenn die alle dann da oben rumfliegen und dann mit anderen Fluggeräten kollidieren, dann weiß kein Mensch, was dann passiert, welche Kettenreaktionen dann ausgelöst werden. Also es gibt im Moment wirklich sehr viele sehr angsteinflößende Szenarien, von denen der normale Durchschnittsmensch einfach nichts mitbekommt, weil die einfach im Hintergrund gelenkt und geleitet werden, weil diejenigen, die das alles inszenieren, auch gar nicht wollen, dass die Bürger darüber Bescheid wissen. Ja, da fällt mir nur ein Spruch ein, den ich einmal gelesen habe. Eine apathische Kopfgesellschaft, die substanzlose, unterlagenlose Informationen aufsaugt, austauscht und sich nur noch direkt durch Stimulation der Reizzentren im Gehirn mit Lustgewinn versorgt. Also sprich, dass praktisch die Leute über Informationen und Zerstreuungsmechanismen in den Medien einfach so abgelenkt werden, dass sie praktisch nicht das Augenmerk und den Fokus auf die wirklich wichtigen Themen praktisch, dass sie sich besinnen und fokussieren. Ja, das konnte man im letzten Jahr ja sehr gut sehen. Also wenn man also nur mal ein Beispiel nimmt, wenn man die Bild-Zeitung in Deutschland nimmt, die hat im letzten Jahr über große Sportereignisse berichtet und über das Fortschreiten der angeblich grassierenden Krankheit. Hat den Leuten immer wieder Angst gemacht, hat dann zwischendurch auch mal einen kleinen Schwenk gemacht, hat dann diese Maßnahmen mal kritisiert, um wahrscheinlich ein bisschen glaubwürdiger dazustehen. Aber man konnte sehen, dass den Menschen auf der einen Seite sollte ihnen Angst gemacht werden und auf der anderen Seite wurden ihnen im Stil von Brot und Spiele wurden ihnen die Spiele hingeworfen, was im letzten Jahr eben die Olympischen Spiele und dann irgendwelche, ich glaube, Fußballereignisse gewesen sind. Und im Moment sieht man es auch, dann ist jeden Sonnabend ist die Bundesliga wieder in Gang, die wird dann ganz hoch gespielt, dann sind irgendwelche Qualifikationsspiele für weitere Meisterschaften drin, die werden dann hochgespielt, aber zwischendurch wird den Leuten immer wieder eine ganze Prise Angst und Panik gemacht, damit sie schön beherrschbar bleiben. Das heißt, wir sollten eigentlich schauen, dass praktisch Medien wirklich wieder mehr die Funktion übernehmen, dass Informationen so aufbereitet werden, dass man aus den Informationen Wissen schafft und aus dem Wissen vielleicht sogar noch weitergeht und zu einer Weisheit gelangt. Unbedingt. Also das ist die Aufgabe der alternativen Medien. Man darf nicht darauf hoffen, dass die offiziellen Medien das tun, dass die Mainstream-Medien das tun, weil die eben fest in der Hand der Leute sind, die diese ganze Agenda vorantreiben. Also die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir die alternativen Medien weiter vorantreiben. Aber wir sehen ja, dass das relativ erfolgreich passiert. Und zwar eigentlich sind es die schlimmsten Ereignisse, die uns das klar machen. Also ich finde, eines der schlimmsten Ereignisse im letzten Jahr ist gewesen, dass in Deutschland die Plattform KenFM von auf YouTube gelöscht wurde. Die hatten 500.000 Abonnenten und sind von einem Tag auf den anderen gelöscht worden.
diese Löschungsaktion zeigt mir, dass diese Plattform den Mächtigen wirklich gefährlich geworden ist. Und diese Plattform wird durch andere Plattformen ersetzt werden. Das wird andere Möglichkeiten geben, die Leute zu informieren. Aber wir sollten das Ganze nicht nur als ein Negativum nehmen. Ist natürlich für die beteiligten Leute ganz schrecklich gewesen. Aber wir sollten das auch als ein Fanal dafür sehen, dass die Gegenseite gemerkt hat, dass diese alternativen Medien wirklich gefährlich sind. Und deswegen sollten wir unbedingt daran weiterarbeiten, die alternativen Medien weiter zu fördern. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, Herr Wolf, und hoffe, dass wir wieder mal in einer Gesprächsrunde zusammensitzen und uns über das Thema weiter unterhalten können. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Danke.